Moin, moin. Mein Name ist Mathilde. Mit mir unterwegs ist der liebe Rambo und der gehörnte Heinrich. Moin. Ihr hattet ja gesagt, dass ihr da es schön finden würdet, wenn ihr auch mal ab und zu was von mir in der Hauptrolle, sag ich mal, seht. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Solltet ihr wieder erwarten, doch Heinrich auf dem großen Bildschirm sehen, liegt es daran, weil bei mir die Tonqualität irgendwie zu blöd war und wir uns deswegen entschieden haben, doch das Bild zu ändern. Also, so wie immer zu machen. Ja, wir brauchen mehr YouTube-Money, damit du mal ein vernünftiges Headset kriegst, ne? Ja, oder dass ich mal mich mit dem Aufnahmetool ein bisschen mehr beschäftige. Ja, was haben wir denn vor, kleiner Heinrich? Strandspaziergang, oder? Ja, bei Sonnenuntergang, der ist jetzt gleich beendet. Ja, wir wollten doch uns doch hier mit irgendwelchen Touristen treffen und dann zusammen am Beach hier irgendwie Party machen. Okay. Gut, wie soll das dann aussehen? Ich habe keine Ahnung. Du bist hier der Beach-Party-Planner. Whatever. Party-Time! Ups, das war Wasser. Wollte nicht. Ja, jetzt aber mal ernsthaft. Wo sind wir denn gerade auf dem Weg hin? Zu einer unbekannten Stadt. Also für uns unbekannt. Ja, wir haben jetzt gesagt, oh, guck mal, da ist die kleine Hyäne. Wir haben jetzt gesagt, wir wagen uns jetzt mal in die namenlose Stadt rein. Oh, das ist sogar eine Streifenhyäne. Und auch eine. Und ja, sind jetzt hier auf der Suche sozusagen Peter? Nach einem Eingang. Hä? Wie? Wo? Wo ist mein Peter hin? Peter taucht wieder auf. Peter. Horst ist das ja. Horst, guter Mann. Hier, halt mal kurz. Ja, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, genau. Wir sind jetzt auf dem Weg in eine namenlose Stadt, wollen uns da mal ein bisschen drin austesten. Wir wagen es jetzt einfach mal, weil der Heinrich ist sehr, sehr scharf auf diesen Teleportationsobelisken. Ja, genau. Da müssen wir jetzt diesen Archivar, wie er schon in den Kommentaren geschrieben hat. Also wir wollen einfach nur rein, kurz im Archivar Hallo sagen, dass wir dann mit dem Obelisken arbeiten können. Oh, wer ist denn weg? So, und das hattet ihr ja gesagt, dass der hier oben ist. Deswegen hoffe ich, dass wir möglichst auch gerade durchlaufen können, dass das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich mach mal Licht an, sonst sieht der hier ja gar nichts. Alter, schon wieder eine doofe Hyäne. Warte, bist du dran? Das ist doch gerade zu, da einfach hoch, oder? Ach, da. Da ist doch ein Loch. Ja, die sehen alle gleich aus hier. Ja, ich meinte jetzt auch eigentlich eher... Können wir Rambo anmalen? Nee, ne? Nein. Ich meinte jetzt auch eigentlich eher in der Stadt selber den Weg. Ja, warte mal. Ich will den nochmal, bevor wir da gleich rumklappen. Den, weil irgendwer meinte, man muss das Essen vorher geben, das ist nicht zum Heilen, das ist ja zum Buffen, ne? Genau. Damit er irgendwie stärker ist. Darum hat er jetzt mal ein bisschen Fleisch gekriegt, der Horst. Jetzt können wir weitermachen. Okay. Und diesmal achten wir mehr auf die Tiere und auch auf Horst, auch auf Menschen, dass die uns nicht verrecken. Genau, wo er bei ihr eigentlich auch gesagt hat, dass die Menschen eher so ein bisschen unnütz sind zum Mitnehmen. Aber Heinrich steht halt auf seine Menschen. Das ist Horst. Das ist Horst. Ich mag Horst. Ich weiß, du hast eine besondere Beziehung zu Horst. Er ist für die innere Sicherheit zuständig. Namenlose Stadt. Erkunde die namenlose Stadt. Ich nicht. Ich versuche hier nur ein bisschen Spannung aufzubauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier für Gegner auf uns warten. Ich hoffe ja mal auf Skelette. Müssen wir nicht weiter rechts? Ja, irgendwie schon. Und auf der Karte sah es auch so aus, als ob wir da rechts langkommen.
Aber hier kommen wir doch irgendwie weiter. Hier so, ne? Querfeldein hier, über die Mauer und ab in die Wüste. So, hier geht's so weiter. Oh, sieht so aus. Da ist ein riesiger Skorpionschwanz. Was? Wo? Bin ich blind? Ach, du bist links gegangen. Okay, ich sehe dich. Das ist gut, dass du noch das Licht anhattest. Hui! Rechts war das Skorpionschwanz von uns. Okay. Skorpion habe ich keinen Bock. Nee. Jetzt fängt die Gruselmusik an. Ich will auch Gruselmusik. Ist das Wetter immer so schlecht hier? Ich habe keine Ahnung, aber es geht ja gerade erst die Sonne auf. Was ist das denn für ein Viech? Ja. Ist das auch so ein Fledermaus-Batman-Typ? Ja, ich weiß nicht, ob wir da rechts rum... Also wir müssen da so ein bisschen nach rechts auf jeden Fall. Aber ich kann mir vorstellen, da vorne bei dem Turm sieht das schon mal gut aus, oder? Ja, ja. Siehst du da diese Brücke? Zu der müssen wir hin. Hm, die Verderbnis hat gerade zugenommen. Jetzt habe ich keine Verderbnis mehr. Sieht auf jeden Fall gut aus hier. Ja. So, über diese Brücke müssten wir. Das klingt irgendwie fies. Da sind auf jeden Fall Skelette. Ja, Skelette! Das ist... Lass mich durch, Skelette! Ich will Skelette... Sie, Rambo, geh weg! Ups, ich habe gerade auf Rambo eingeschlagen. Ja, das Schwert ist auch nicht so geil. Ich dachte eigentlich, hier so ein Hammer macht richtig viel Schaden. Ja, hätte ich auch gedacht. Der ging gerade besser, aber wahrscheinlich, weil wir zusammen drauf geknüppelt haben. Was kriegt man denn so also von denen? Knochen, die aber ich glaube, wir kriegen von denen auch hier Dings. Wer sind sie gleich? Köpfe. Häuten ist schon mal scheiße. Siehst du, ich habe das Häutemesser aus Versehen zurückgepackt, als ich die Sichel mitgenommen habe, weil wir ja sonst immer gerne die Sichel... was ist das für ein Objekt da vorne? Was ist das? Ein Gorilla-Skelett? Echsen-Skelett? Auf jeden Fall ist der Pfeil abgeprallt. Hallo, Skelett! Rüstungsdurchbruch. Zack, du kleine Ratte. Ein Rattenskelett ist das. Zack. Schwefel und Knochen. Okay, weiter geht's. Also, es müsste eigentlich die ganze Zeit geradeaus gehen in den Kartenraum. Okay, weiter geradeaus. Ja. Da ist noch so ein Typsi, da ist noch ein Skelett. Da sind noch 3 Skelette, 4 Skelette sehe ich. Ja, 2 kommen gerade auf uns zu, glaube ich. Los, fass Horst! Fass! Ich habe auch gerade überlegt, mit dem Speer bluten tut mir ja nicht, ne? Die Untoten. Was sollen die auch bluten? Die bestehen nur noch aus Haut und Knochen. Warum? Eigentlich müsste der Hammer die logische Konsequenz sein. Eigentlich schon.
Da gibt es vielleicht der Streitkolben, habe ich ja auch noch. Oh, verdorbenes Fleisch geben die auch. Lecker. Mhm. Ah, der Streitkolben ist fast hin. Lockst du was an? Jo. Fantastisch. Fall ist ab Kopf abgeprallt. Ach ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Man hat ja so ein richtiges Timing bei dem Bogenschießen, ne? Weißt du ja. Bestimmt. Ja. Habe ich nie drauf geachtet. Ich halte den Bogen immer so lange gespannt. Nee, das kommt so ein Aufblinken bei der Spitze wohl. Ja, ich weiß, das mache ich immer so. Ja, das weiß ich doch. Ich wusste es nicht. Ich habe es vergessen. Oh, ich habe einen Schädel bekommen. Juhu. Das ist schön, den können wir wieder erwecken irgendwann. Okay, da haben wir jetzt definitiv Verderbnis. Ja, die brauchen wir ja auch, ne? Damit sie uns mal angreifen, oder nicht? Nee, das ist was anderes. Also wir können einfach durchrennen, würde ich sagen, oder? Wollen wir einfach durchrennen, geradeaus? Oh, Achtung, ja, Skelett. Komm, oh. Machen wir erstmal das Skelett platt, da wo keine Verderbnis ist. Ich meine, die Verderbnis hat bewirkt, dass wir so schwächer werden. Ah, da. Stufenaufstieg! Hurra! Und Verderbnis im Zu. Ich trinke nochmal. Okay, dann. Attacke geradezu. Oh. Go Heinrich! Go Heinrich! Go Heinrich! Ich glaube, das ist so ein Obelisk, mit dem wir dann teleportieren können. Ja, so sieht er aus. Schätze ich mal. Und Verderbnis sind immer noch zu. Die Archive. Die Archive. Verderbnis nimmt immer noch zu. Oh, da sind wieder Geister. Oh ja, das ist ein großer Geist. Hoffentlich ist der nett. Ich pack mal mein Schwert weg. Das ist bestimmt der Archivar. Auf jeden Fall eine ganze Menge auf dem Boden, auch jetzt so an Schriftrollen, kann man die alle lesen. Der weckt das bestimmt gleich, pass auf. Gehen wir mal zu dem Typsi hin. Oh, jetzt haben wir hier keine Verderbnis mehr. Oh, das stimmt. Hallo, großer Geist. Kann der nur nett sein? Hallöchen, how are you? Do not be afraid, bonded one. Oh, Kartograf lernen. Was once worn upon the brow of the Priest King. He fell in battle with Tyros, the Deathbringer, in the battlefields of the North. More than that, I cannot say. The Priest King was the most passionate and most volatile among us. I fear his downfall will not have been a simple matter. Yay, Kartograf gelernt. Warte, der erzählt da nochmal was. Ich muss mir mal Notizen dazu machen. Also, da war jetzt, was war das gerade? Oh, hier nördliche Schlachtfelder mit irgendeinem dämlichen König. Was erzählst du noch so? The Witch Queen of Lemuria. Hexenkönigin. In the dying days of our race, her people came to us as refugees. But even as they took our succor, they plotted our downfall. She was present at the creation of the bracelet, lending her power to ours. Her fate is unknown to me, but she always ruled from her city in the swamp to the east. Okay, also Stadt in Sümpfen. Also ich höre dich nicht, ich weiß, dass du mich nicht hörst. Ich kann nicht auf Push-to-Talk machen und schreiben. Ja, okay. Östlich von... Mathilde macht gerade... Namenloser. Informationen schreiben auf, oldschool, on Zettel. Ja. Ist auf jeden Fall ein Tor. Hast du noch was für mich? Tränen zweier Völker. When we performed the ritual, we simply took our tears and combined them. Who is left to weep for both races? Although tales persist of Tyros the Deathbringer,
He was born of both races. Our blood mingled with theirs. Perhaps his tears could be enough to fulfill the requirement. Obtaining them would be quite the feat. So, also Tyros Tränen wäre auch noch mal was. Jetzt haben wir erstmal drei Sachen notiert. Okay. So, wo bist du jetzt? Ich bin hier auf der Landschaft. Ach, du bist wieder. Ach, da bist du. Ui! Das ist ja eine schöne Karte. Schau einer an. Ja. Da hinten in der Ecke, also hier gibt es bestimmt noch eine Möglichkeit, weil hier ist noch ein Tor, was verschlossen ist. Vielleicht kommt man da ja auch irgendwo hin, keine Ahnung. Ja, da ist auf jeden Fall irgendwas, das leuchtet. Ah, das ist die Karte. Ah. Ah, guck mal, da ist unser See. Wo? Da, hier. Ah, hier wohnen wir. Da wohnen wir. Da. Genau da. Da wohnen wir. Hier laufen wir hin, holen wir Eisen. Da ist der Brummbrumm-Tempel. Genau. Wir sind hier. Ist ja ganz schön klein, die Map. Ja, wenn man sich überlegt, also das weiteste, bis wohin wir gelaufen sind, war, glaube ich, so ungefähr bis hier. Ja, hier waren ja früher irgendwie so unsichtbare Wände und da konntest du nicht hochklettern. Genau, diese Mauer, das war... Vor dem Grün. Genau, und wir sind ja einmal ein bisschen weiter gegangen ins Hochland. Das war aber nur einmal ganz, ganz kurz. Haben wir auch gemerkt, und einmal im Dschungel waren wir auch, da haben wir auch gemerkt. Genau, nach. Da haben die Tiger mich ja zerfleischt, so fünf. Stimmt. Tiger oder ja, so auf ja, einmal. Ja. Lecker Heinrich gekostet. Njam, 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 njam. Heinrich ist ja auch ein äußerst leckeres Stück Fleisch. Okay, zu viel Info. Okay, gut, also, hast du auch den Kartografen gelernt? Ja, aber du konntest noch irgendwas lernen. Aber dann. Das kann ich nicht lernen. Hier sind auf jeden Fall Schriftrollen. Hä? Wie kommt das doch? Ja, hier da genau, Fragmente der Macht fehlen. Erinnerung an Öle für Macht, aber das ist ja genau das, was er erzählt hat, dass diese fünf Machtfragmente, die wir da finden müssen. Jo. Vielleicht öffnen sich dann auch nach und nach die Tore, die hier sind. Ja, eigentlich haben wir ja schon das erreicht, was wir machen wollten. Man könnte jetzt mit den Obelisken mal testen, ob wir uns irgendwo hin teleportieren können. Das würde mich mal interessieren. Kann man hier noch irgendwas machen? Diese Runen sind alle gleich. Ja. Okay. Ah, sind wir wieder ein bisschen. Haben wir wieder einen Hauch Verderbnis? Ja. Aber hier ist nichts. Gut. Obelisk, ich komme. Oh, Horst, du bist im Weg, ne? Wo ist dein Nächster? Flink ist der. Schon der nächste Vertreter. Ah, ich sehe schon den Verderbniseffekt bei mir oben an der Leiste. Jo, ich auch. Na, jetzt aber weg hier. Ich will nicht so viel verdorbenes Fleisch. Achso, müssen wir die vielleicht erfinden, die Obelisken? Es sieht so aus, dass wir da so die aktivieren müssen immer, ne? Genau, aber wir können hier nicht wegbeamen. Nee, irgendwie. Weil wir haben ja erst einen eingestellt, aber ich weiß, da in unserer Wüste oben, da war ja auch einer. Da könnten wir ja vielleicht als nächstes hingehen. Dann renne ich hier wie erstmal raus, weil die Verderbnis nimmt ganz schön überhand. Ja, ich habe auch schon schwache Verderbnis hier. Genau, ich renne hier mal raus, trink mal zwischendurch was beim Rennen. Okay, das Wichtigste haben wir hier. Wir werden uns die Stadt aber bestimmt noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil ich glaube, hier gibt es noch einiges, was man sich hier anschauen kann. Ja. Vielleicht gibt es auch irgendwas, was man gegen Verderbnis machen kann. Oder man muss,
Ja, man nimmt einfach Tänzer mit. Tänzer to go. Also wir müssten irgendwie gucken, dass wir uns nach links wenden, wenn wir Richtung unserer Wüste wollen. Links hier vorne scheint doch was kaputt zu sein, oder? Genau. Ja, hier ist alles kaputt. Und weiter nach links. I will follow you. Follow you wherever you may go. Hör auf zu singen, sonst bleibst du hier. Sonst wirst du auch ein Skelett. What? So, jetzt muss die Verderbnis doch mal aufhören, oder ist das ein Dauereffekt? Nee, das ist jetzt Dauereffekt, bis wir Tänzer. Nee, ich habe immer noch oben links schwache Verderbnis. Ja, ich weiß, das ist ja, guck mal auf deine Statusanzeige. Ja, ja, das war ja gerade meine Frage, ob das ist der. Das nimmt ab, wenn wir Tänzern zuschauen. Ja, das machen wir jetzt eben nicht. So. Dann wollen wir. Haben wir keinen Tänzer? Nee, ist gerade nicht. Not available. Oh, hier ist Aloe. Gut, dass ich die Sichel mit habe. Und Aloe-Samen, sehr schön. Dann Sichel mal. Mach ich auch. Ja, hinterm, also es willst du Richtung Brummbrumm-Tempel, ne? Genau, weil da war ja auch so eine Säule. Ja, hinterm Brummbrumm-Tempel links so, ja. Genau. Hatten wir mal aus der Entfernung gesehen. Ein Blick erhascht. Hasch, hasch. Die sind auch Pappnasen, ne? Oder ich zumindest. Stimmt, ja, ja, wir hätten. Betten nicht aufgestellt. Stimmt, mein Bett ist immer noch da oben. Mein Bett ist noch im Inventar. Ja, meins auch. Nee, aber ich habe noch ein aufgestelltes Bett und zwar da oben. Beim Fledermausturm. Ja, ich auch, da bin ich letztes Mal aufgewacht. Stimmt. Müssen wir auch noch mal für dich machen. Obwohl ich jetzt gar nicht mehr weiß, was so cool an diesem Stab war. Aber irgendwie können wir den zu Hause aufstellen. Aber was dann passiert, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Wir müssen ja auch ein bisschen was selber rausfinden, ne? Ja. Können wir irgendwann für mich auch noch mal machen. Wobei ja auch mal tolle Tipps dabei sind. Also ich bin schon ganz heiß auf diesen Frostwolf. Laufen wir gut vorbei oder haben die keinen Bock, uns anzugreifen? Ja, wir müssen uns so ein bisschen nach links wenden. Nee, ich meine normalerweise... okay. Ja, da ist der Skorpion und da ist auch die Bosskiste von dem Skorpion. Oh, diese Steinnasen. Ja, geht nach Hause. Ah ja, es war ein Boss-Skorpion. So. Ja, wir haben noch nicht geguckt, wie viele Dings der hat. Wie heißen sie gleich? Totenköpfe? Genau, danke. Oh, das sind Menschen. Menschen! Herzen! Oh, ein Zimmermann Stufe 3! Fuck, ich habe nichts zum Betäuben mit! Skorpion, Skorpion, ah! Fuck! Skorpion, Skorpion, fuck! Der hat uns gefolgt! Lauf weiter! Lauf weiter! Aber es ist gut zu wissen, da ist ein Zimmermann Stufe 3. Ja, das ist mir gerade Stufe 3 am Arsch. Jetzt folgen sie uns alle. Nö, nur die Steiners und ein paar Menschen. Ich segne dich. Ich segne gut, dich. Dann segne sie. So, ich meine, das war da irgendwo in der Nähe vom Schundloch. Jo.
Eigentlich kommt man es doch gar nicht übersehen, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, da geradezu ist das doch, glaube ich, das Ding gewesen, oder? Ja. Rechts ist Brummbrumm. Ja, und da ist noch ein Leckerschmecker. Ja, der macht gutes Ham-Ham. Hey! Hast du ein Hackmesser dabei? Nee, du? Nee, ich hab ein Häutemesser dabei, ja. Okay, ich hab trotzdem 17 schmackhafte Fleisch. So, ich mach einen größeren Bogen um die Hyänen, einfach weil ich die nervig finde. Schade, dass man Horst nicht alleine beauftragen kann. Ja, das hattest du schon mehrfach erwähnt. Ja, ich weiß. So, da. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann. Da ist auf jeden Fall das Schundloch. Ich sehe da schon das Verderbniszeugs. Gucken wir mal, ob hier auch so ein schöner Obelisk ist. Bestimmt, da ist noch einer. Oh ja, ich sehe ihn. Oh, da ist sogar ein Buch zu lesen. Und ein Lagerfeuer. Lagerfeuer? Das Lager wurde von Räubern und Missgeburten überrannt. Ein weiteres Mal wurde ich aus meinem Zuhause vertrieben. Ich habe es bis hierher geschafft, an einen Ort, von dem ich wusste, dass sie mir nicht folgen würden. Und jetzt begreife ich auch den Grund. Ich höre den Atem der Bestie und er übertönt sogar das donnernde Pochen meines eigenen Herzschlags. Ich werde nur so lange hierbleiben, bis ich sicher bin, dass mir niemand gefolgt ist. Zum Glück konnte ich genügend Brot und Wasser stehlen, um einige Zeit zu überleben. Gestern Nacht sah ich Lichter im Süden. Dorthin werde ich aufbrechen. Vielleicht hält das Licht der Feuer die Hyänen auf Distanz. So. So, jetzt haben wir die Obelisken eingestellt. Ja, das Problem, was ich jetzt so sehe, wir müssen wir doch wahrscheinlich irgendwas bauen, ne? Weil ich kann jetzt hier, ich habe hier noch Egel. Ui, da ist ja ein großes Viech da unten. Lieber nicht runterplumpsen. Nee, ich überlege gerade nur, wir haben jetzt eigentlich zwei Portale, aber wir können, also Obelisken, wir können nicht hin und her springen. Das heißt, wir müssen irgendwas bauen, oder? Ich glaube ja. Ich guck mal, ob hier irgendwas dabei ist, was mir neu ist. Ah, Rezeptkartenraum. Oh. Verderbter Stein. Und 50 Kristall. Ach so, das Rezept haben wir schon gelernt. Und alchemistische Grundsubstanz. Ja, also wir können in jeder unserer Basen anscheinend so einen Kartenraum bauen und dann können wir da immer hin teleportieren, aber wir brauchen verderbten Stein. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir den irgendwie zum Beispiel in dieser namenlosen Stadt abbauen können. Ja, aber 200. Cool. Ja, und wir brauchen diese alchemistische Grundsubstanz. 50 Kristallen müssten wir ja schon haben, wenn nicht, werden einfach mal ein paar Steinnasen geschlachtet. Ja, ich glaube, das müssen wir auch machen, weil wir haben häufig die Kristalle tatsächlich zu Dings umgeformt. Wie heißt es gleich? Glas. Genau. Scheiße. Ja. Vielleicht könnt ihr uns ja auch verraten, wo man ganz gut Kristalle ernten kann, abgesehen von diesen paar Handvoll Kristallen, die man von Steinnasen bekommt. Würde ich sagen, ja, dann können wir wir können ihn in unserer alten Basis mal bauen oder in unserer aktuellen und dann können wir mal überlegen, wo wir dann hinwollen. Mhm. Weiter. Ja, also uns wurde ja auch noch da der. Also da ist ja hier Eboras oder wie diese Stadt links hieß, die war ja hier so. Hinter der verderbten. Genau, hinter der verdorbenen Stadt. Vielleicht ist da auch ein Obelisk, da könnte man gucken, weil da ja auch dieser Schwefelsee ist. Hier unten links im Viererbereich, ne? Hier, wo wir da mal waren. Bei den genau. Abschaumtiefen. Ja, dahinter waren auch irgendwo so ein Obelisk. Hm.
Gibt's hier bestimmt mehrere. Da müssen wir vielleicht auch einfach mal so Erkundungstouren starten und mal so ein bisschen durch die Gegend stromern. Tja. Ja, wir hatten ja schon da unsere Wanderung in den Osten so ein bisschen gemacht. Da müssen wir einfach mal so längere Touren einplanen. Der Osten ist scheiße, das ist ein Tiger. Ja, dann können wir ja nach Westen. Ah, ne, Leoparden oder irgendwie waren das ja, ne? Ja, ich glaube, Leoparden waren das. Dann eben so West-Nordwest mäßig. West-Nordwest. Ja, müssen wir mal ein bisschen weiter erkunden. Genau. Genau, müssen wir mal wirklich eine lange Tour machen, die dann auch über mehrere Folgen geht. Ja, bleibt ja nicht aus. Vor allem in der Stadt, wo wir gerade waren, die namenlose Stadt, da gibt es ja auch mehrere Gebäude, die wahrscheinlich auch irgendwelche Bedeutungen haben. Stimmt. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal unseren Tänzern ein bisschen zu, oder? Ja, gehen wir mal ein bisschen zurück. Und ich werde mir hier diese Lager können wir uns noch anschauen, weil da scheinen auch ein paar Mitarbeiter zu sein, die sich gegebenenfalls lohnen. Wir können doch jetzt mal reinschauen. Ja, reinschauen können wir, das stimmt. Einfach mal gucken, wenn wir schon was mal da zu bieten sind. Haben. Ja, das stimmt. Ja, mitnehmen brauchen wir nicht. Dann ja, ich habe ja auch nichts zu mitnehmen dabei. Ich auch nicht. Hallo! Hallöchen! Wer bist du denn? Was kannst du so? Ach, nichts. Oh, Räubergrat! Neu entdeckt! Ah. John. Hallo! Oh. Nette Leute, aber. Nix dahinter. Geh mal aus dem Weg, du. Ich segne dich. Und dich segne ich auch. Oder willst du das Herz? Nein! Ich will das Herz. Ja, ich will dir das Herz. Herz, Herz. So, das war alles. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Interessantes. Irgendwie eine Kiste oder noch ein Tagebuch oder. Ja, eine Kiste hatte ich ja schon, aber. Eine Joggrube. Kannst du reinhüpfen, wenn du willst. Nö, 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 nö. Nö, nö, lass mal. Okay. Machen wir wieder ein bisschen Licht hier an. Schade. Hätte ein bisschen mehr sein können. Oh, gehen wir mal hier runter. Ups. Bist du jetzt hinten runtergegangen, oder? Oh. Oh. So irgendwie halt. Ah, also bist du. Schade, ich hab das schon. Ich kann das schlachten. Ja, da ist aber noch was zu schlachten. Oh, nicht ohne mich. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Gucken wir mal, was es da so gibt. Ich bin's, Heinrich. Aktion Sorgenkind. Ich sammel Herzen. Bleib ja liegen, du Scheißvogel. Hallo! Ah, oh, die kommen im. Dem. Der. Oder so, geh mal weg. Der hat aber eine fesche Frisur. Hey Heinrich, wir sind ja noch nicht fertig. Ach so! Denkst wieder nur an deine Herzen hier, ne? Jetzt sind wir fertig. Ja. Juhu, Herzen! Brauchst du noch eine Steinpickel? Nee. Oder Steinpickel? Nee. Herzen, 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 Herzen. Ein bisschen gesegnet habe ich aber auch. Aber nichts Interessantes zu lesen. Oh, ich sehe noch einen. Ich sehe noch einen. Halt, stopp! Du hast einen Vogel hinter dir.
Oh, was springt der denn immer durch die Gegend? So treffe ich den doch nicht. Vögel hier aufgeschreckt. Also darfst du ihn segnen, ich heute mal die Vögel. Oh ja, ich nehme dann vor allem noch ein paar Dings mit, ein paar Eier. Damit kann man lecker kochen. Oh, die haben auch schmackhaftes Fleisch. Und Eier. Und mit den Federn konnte man auch irgendwas machen. Pfeile. Stimmt, Pfeile. Die ich nicht brauche. Du nimmst die Eier aus dem Nest, ich pack da ein paar Ärmchen rein. Das ist, glaube ich, ein guter Ersatz. Da können die toten Vögel ein paar Ärmchen ausbrüten. Brüten, ja genau. Was da wohl bei rauskommt. Ach, da sind noch ein paar doofe Vögel. Oh, ich habe keine Lust mehr auf die doofen Vögel. Vogelärmchen oder so. Ja, die Vögel, die... Ne. Er wird schon von einem Vogel versetzt. Ach. Ah, hat aufgegeben. Jetzt verfolgt er dich. Haha. Muss auch langsam mal was trinken. Achso, im Real Life. Achso. Ja, aber ich glaube, wir können einen Break machen, oder? Ja, ich denke auch. Den Weg sind wir ja schon häufig gegangen. Ja, also namenlose Stadt war jetzt nicht ganz so gruselig, wie ich befürchtet hatte. Ich habe auch keine Gruselmusik gehabt, wie du. Nö, das war auch nur ganz leicht, so ein bisschen... Okay. Also nichts Dramatisches. Na gut, aber je nachdem, wie man sich in die namenlose Stadt reinbewegt, ist da vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich werde mir jetzt gleich erstmal die Tänzer so ein bisschen anschauen. Ja, meinen legendären Helm kann ich leider nicht färben. Ich habe es schon versucht, weil ich dachte mir, oh, wenn dieses komische Rot-Orange so grün oder lila ist, wäre es bestimmt schicker, aber nö, geht nicht. Ich habe ihn mir auch mittlerweile angesehen und ich finde, er sieht scheiße aus. Aber zumindest mit der Farbe, dieses Orange-Rot, das ist eher so ein Feuermelder als Kopf oder so. So, weiß ich nicht. Nicht gut aus. Ja, vielleicht muss ich sonst einfach den Rest meines Outfits dem Helm anpassen. Also mit meinem Helm bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Die Hörner sind mir zu sehr seitlich. So ein Loki-Helm wäre ganz toll. Ein Loki-Helm? Ja. Der. Ja, ich weiß, wie der Loki-Helm aussieht. Ja, okay, aber vielleicht die Zuschauer nicht. Ja, okay, dann erzähl doch mal, wie der Loki-Helm ist. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Nee, jetzt erzähl, jetzt wollen wir das... Doch, nee. Wir wollen das jetzt alle hören. Nee, wir wollten die Folge beenden. So, meine Verderbnis ist übrigens weg. Haha. Selbst haha. So, jetzt geht das so schnell weg? Ja, wir haben hier mehrere Tänzer, ne? Die unterhalten uns gut. Ich glaube, da muss man echt einen von denen dabei haben, oder? Aber die tanzen ja bestimmt nur, wenn sie dich nicht begleiten. Stimmt. Ja, okay, gut, ja, Ende der Folge. Ja, wir werden wahrscheinlich dann demnächst eher anfangen, mal so eine Erkundungstour zu starten. Auf der Suche nach Obelisken. Wir gucken nochmal, vielleicht habt ihr auch den Tipp für uns, wo es diese verderbten Steine gibt. Oder wie wir an die drankommen. Ja, ich weiß, ihr hattet das auch schon mal reingeschrieben, Scheiße. Wie das mit dieser alchemistischen Grundsubstanz aussieht, aber vielleicht könnt ihr uns ja trotzdem doch mal sagen. Genau, und dann werden wir da einfach mal nach Dingens gucken. Hier, wie heißt es gleich? Obelisken, dass wir dann auch schön unseren Kartenraum nutzen können und beamen können. Genau, und ansonsten, ihr wisst ja, liken, kommentieren, abonnieren. Alles drei freut den Heinrich und mich natürlich auch. Und wir werden mal gucken, weil es war ja sehr eindeutig von euch, dass ihr gerne auch mal mich in der Hauptrolle hättet. So ein bisschen haben wir bis jetzt einfach nicht gemacht, weil ist ja Gewohnheit. Gewohnheit, und das ist ja letzten Endes auch der Channel vom lieben Heinrich. Muss man ja, ja auch sagen. Ja, mein Channel, nicht dein Channel. aber gucken wir mal, ob wir es vielleicht immer im Wechsel machen. Hast du noch Fleisch? Wir brauchen Fleisch für die Tiere. Ja, ich habe schmackhaftes Fleisch. Ich auch, aber das schmackhafte Fleisch wollte ich nicht so unbedingt. Ich habe aber nur schmackhaftes Fleisch, sorry. Schlachten. Okay, also während Heinrich schlachten geht,
macht's gut. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.